Also, schönen guten Abend zusammen. Ja, wer bin ich? Ich bin die Ruth. Ruth Achillier-Voser. Ich bin Coach für mehr Lebensqualität, ob privat oder Business. Ich berate online, offline, on Zoom, was immer gebraucht wird. Dann liebe ich es, Seminare zu halten. Ganz speziell zum Thema Kommunikation ist viel mehr als Reden. Ich halte Workshops und gebe auch Keynote Speeches und zwar immer so zum Thema Get Out of Your Own Truman Show. Meine Lieblingskunden sind alle die, die aus dem Abend so, ja, rauskommen wollen. Und zwar aus dem Abend. Ich mache das pragmatisch mit. Ich würde sagen, so eine große Portion Humor. Okay, wo komme ich her? Ich komme aus der Fernsehwelt, Fernseh und Film, 20 über, ja, ich würde sagen, mehr wie 2 Jahrzehnten. Und da war nichts Kreatives gefragt, da war nur Professionalität gefragt. Also hier ein Stapel Geld. Und hier Sendetermin. Und dazwischen habe ich alles organisiert und gemacht. Okay, ein bisschen Kreativität war oft gefragt. Wenn der Bauer gesagt hat bei der Reko, ja, wir haben genügend Strom, wir brauchen das schließlich auch für unsere Kühe, oder? Zum Melken. Und habe ich gesagt, ja, ich komme mit 3 Kameras, Licht, Küche und so weiter. Naja, es hat dann nicht so ganz geklappt. Ja, was Produktionsleiter so machen, das ist eben Mädchen für alles. Und was ist so mit den Videos? Okay, meine Freundin hat vor Jahren, wie ich aufgehört habe, beim Fernsehen zu arbeiten, habe ich zwar weiter unterrichtet, so Jazz Dance und Gymnastik und Pilates und Zumba und was es alles so gibt. Und dann hat sie mir gesagt, ah, warum machst du keine Videos? Komm, mach doch Videos. Habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, ich bin nicht perfekt genug. Sagt sie, aber weißt du, du kochst doch so gerne, du könntest doch einfach mal das Video draufhalten und machen. Ich habe mich Jahre geweigert, wenn sie jetzt das verstehen würde, was sie nicht tut, weil sie spricht nur, also das heißt, nein, sie spricht mehrere Sprachen, aber Deutsch nicht. Und ich habe noch fürs Radio gearbeitet und Videos ist so die Welt, die ich immer das Gefühl gehabt habe, das können nur Profis machen. Heute tue ich es einfach. Punkt. Ob das perfekt ist oder nicht, das spielt irgendwie wie keine Rolle. Ich kann es auch dann noch bearbeiten oder nochmal machen, obwohl ich war immer die Live-Person. Ich habe immer gesagt, komm, wir gehen live raus. Da muss sich jeder zusammenreißen. Fehler, naja, wenn Fehler passiert, passiert, wir sind Menschen. Beim Aufzeichnen war denn das immer so, jeder darf mal einen Fehler machen, das hat immer doppelt so viel Zeit gebraucht. Ich fotografiere auch sehr gerne, und aber bearbeiten, tue ich nicht gerne. Videos, naja, habe ich so ein kleines Programm, das funktioniert tipptopp. Was mache ich sonst noch? Was erwarte ich von der Gruppe? Hat nicht Ilk, oh, mein Name, da bin ich jetzt ganz peinlich. Gefragt, die Erwartungen. Ich sage immer meinen Kunden, wer Erwartungen hat, hat schon verloren. Ja, und das halte ich mit mir selbst auch. Ich habe keine Erwartungen an die Gruppe. Ich lasse mich inspirieren. Da kommt die Kreativität. Much just comes my way. Okay. Und damit ihr ein bisschen versteht, was ich meine, ist, heute Morgen muss ich unbedingt raus. Ich hatte so einen Druck im Schädel, habe gedacht, okay, frische Luft, es war neblig und dampfig und alles. Habe so im Kopf mir gedacht, ja, okay, ich gehe dann noch schnell kurz da bei der Tankstelle vorbei und hole mir ein Brot. Ich habe unterwegs wunderbare Menschen getroffen, mit denen gequatscht. Ich habe Fotos gemacht. Ich kam schlussendlich beim Eselgarten vorbei. Ja, wirklich Esel. Da haben wir alle nur den Hintern gezeigt. Da wird halt, okay, total nett von euch. Und habe aber diese Kurve da zur Tankstelle habe ich nicht gemacht. Und bin anstelle dessen beim Behindertenheim vorbeigelaufen. Was sehe ich da? Adventskranz. Oh, wunderschöne mit roten Kerzen und weißen.
Und da stand da 40 Franken, habe gedacht, ja, 50 habe ich eingesteckt, just in case. Bin da reingegangen, habe das gekauft, das steht jetzt hier bereit für das nächste Wochenende, also übernächstes Wochenende. Und das meine ich mit spontan. Keine Erwartungen, kein gar nichts. Okay, wir schauen, wo das alles hinführt. Das war DachTV und das war deine Moderatorin, die Ruth Achillier-Vose. Nee, Quatsch. Eben. Coach für mehr Lebensqualität. Ich freue mich, was immer da kommt. Ich bin offen. Habt einen schönen Abend und tschüss zusammen.